Seit das Bundesverwaltungsgericht zum ersten Mal, dann der Verfassungsgerichtshof auch einmal und dann das Bundesverwaltungsgericht zum zweiten Mal über die Ausbaupläne im Verfahren rund um die Genehmigung zur dritten Piste für den Flughafen Wien-Schwechat entschieden hat, stellen wir uns gelegentlich einmal die Frage, welche Rolle der Klimaschutz in einem Anlagengenehmigungsverfahren spielen kann bzw. spielen soll. So auch in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhof und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Welche Rolle spielt der Klimaschutz im anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahren? Wir denken kurz zurück an das Verfahren zur Genehmigung der dritten Piste für den Flughafen Schwechat. Dort hat das Bundesverwaltungsgericht ja vor einigen Monaten entschieden, dass der Klimaschutz eine sehr gewichtige Rolle spielen soll. Und zwar im Rahmen der Interessenabwägung wurden dort das Klimaschutzgesetz, die Klimastrategie der Bundesregierung, das Kyoto-Protokoll und weitere Dokumente und Aspekte berücksichtigt, die ein öffentliches Interesse am Klimaschutz untermauern würden. Dass das alles so nicht geht, das hat uns nun der Verfassungsgerichtshof beigebracht und das Bundesverwaltungsgericht hat im zweiten Rechtsgang dann auch weitestgehend einen großen Bogen rund um all diese klimaschutzrelevanten Aspekte gemacht. Wie ist es nun wirklich? Nach dem verfassungsgerichtlichen Erkenntnis zur dritten Piste sind ja sonstige öffentliche Interessen, wie es in § 71 Absatz 1 Literatura Luftfahrtgesetz so schön heißt, im Verfahren jedenfalls zu berücksichtigen und dem wohnt auch eine gewisse Interessenabwägungsverpflichtung inne. Allerdings darf man diese nicht überspannen und die Interessen, die gegen ein Vorhaben sprechen, die, wenn man die Formulierung jetzt nochmal betrachtet, sonstige öffentliche Interessen dem nicht entgegenstehen, die sind natürlich im Rahmen des jeweiligen Materiengesetzes zu berücksichtigen. Das heißt, im Falle des Luftfahrtgesetzes die Sicherheit, die finanzielle Leistungsfähigkeit, ein allfälliger Bedarf, Leben und Gesundheit von Menschen. Wir können das mit vielen anderen Gesetzen auch noch machen. Wir finden ähnliche Genehmigungsbestimmungen, die auch so interessensabwägende Elemente haben, natürlich im Gaswirtschaftsgesetz oder beispielsweise im Starkstromwegegesetz. Aber laut Verfassungsgerichtshof dürfen nunmehr gesichert nur noch jene öffentlichen Interessen gegen ein Projekt in die Abwägung mit einbezogen werden, die auch im Rahmen des jeweiligen Materiengesetzes Deckung finden. Ähnlich nach den neuen Landesnaturschutzgesetzen. Es findet sich nach einem ersten Studium dieser in keinem einzigen Gesetz irgendein klimaschutzrelevantes Kriterium, das bei den dort durch die Bank durchzuführenden Interessenabwägungen zu berücksichtigen wäre. Kurz, 2018 spielt der Klimaschutz zwar eine große Rolle in der Diskussion und auch eine wichtige Rolle, und das ist alles gerechtfertigt, nur als Genehmigungskriterium in einem anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahren ist der Klimaschutz freilich nicht heranzuziehen. Allenfalls im Rahmen einer Interessenabwägung, sofern er vom jeweiligen Materiengesetz gedeckt.